Na doch, hier im Mittleren Westen ist ja alles unkolonisiert, denn. Also da kannst du echt allein durch Kolonisieren schon ein Reich aufbauen. So. Schließen wir gleich mal einen Separatfrieden mit ihnen. So, da oben ist bald wieder alles entlagert. Ich werde meinen Kolonisten wieder hinschicken. Da kommen wir mit ein. So. Finde ich, man muss ja auch nicht alles aufnehmen. Ist aber Geld abkassieren, wa? Ich kann auch Land nehmen, aber das Problem ist halt, ich komme da oben nicht hin und. Na doch, hier über die unkolonisierten Provinzen. Kannst du auch durchlaufen. Stimmt, da kann man durchlaufen. Ja, das kann auch keiner blockieren. Oh, dabei kriege ich eine riesige Militärkoalition. 11 Länder, ich weiß nicht. Das ist mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ich könnte nur ein Land nehmen, nur 5, aber ich kann bei den anderen wieder nichts einkassieren. Ich lass die mal und nehme mir halt stattdessen da vielleicht Braunschweig oder so. Allein wenn du die eine Provinz, wie heißt die, Gürt, nimmst, hast du ja schon Zugang zu den Unkolonisierten da oben. So, da wird immer die Festung belagert. Immer noch. So, jetzt mal Geld für Gebäude ausgeben. Damit wir mehr Geld machen, dass wir für Gebäude ausgeben können. Nein, mein General ist tot. Oh, ich muss irgendjemanden beleidigen. Greenville, Atlanta. Hab dieses Bedürfnis, Leute zu beschimpfen. Ja, ich brauch Machtprojektion. Das Gefühl von Macht eilt mich, wenn ich Leute beschimpfe. Du scheiß Hurensohn. So, ist alles belagert hier, ja. Ja, die Festung noch. Zieht sich wieder ein bisschen. Haben die irgendwas, das. Nein, ich habe keine Ansprüche auf den Land. Finde ich nicht in Ordnung. Also, säkular sein hat aber auch Riesenvorteile. Man kann ja einfach alle Religionen harmonisieren. So, dann nehme ich mir diese eine Provinz da mal. Provinz ist anders, Siege. Ach, du bist mir doch am Arsch jetzt hier. Hä, hey, was? Ja, die haben mir nochmal 2,9k draufgestellt. Na egal, die sind doch eh gleich weg. Achso.
Egal, so das Jahr abwarten. Dann gönnen wir uns vielleicht mal. Vielleicht, mal gucken, wahrscheinlich nicht. Ich möchte hier kein Koalitionsproblem entstehen lassen. Scheiße, doch die Wand an. Ich mir nichts nehmen darf. 2, 4, 6, 8, 9 halt schon wieder. Ne? 6, 8, 9 und das noch. Ja, zwei Provinzen. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen warten. Toll, gerade mal drei Provinzen. Oh, die sind wieder so ewig teuer, natürlich. Kein Wunder, dass ich keine administrativen Punkte habe. Oh, du hast ja jetzt da oben Zugang. Oh, das war ja auch erstmal ein Ziel. Optionen können ruhig ein bisschen schneller sinken. Lass mal ein bisschen trainieren. Plus 11 mache ich Punkte. Das reicht einfach nicht. Ich kann gar nicht hier Atheist werden. Er ist säkular. Weil ich nicht progressiv bin. Außerdem wäre das vielleicht ein bisschen mein Todesstoß. Ja, was hier ist halt irgendwie fast alles Baptist, ne? Ja. Babs und Boris. Was? Na, wegen Baptist. Ja. Der Mann redet wieder wie das Zeug. Hast du wieder getrunken, Delfine? Ja, ganz viel schon heute. Vor allem Cola mit Wasser. Was, Cola mit Wasser? Naja, gemixt. Ach so. Gewichst hat er auch schon noch, ja. Krass. Naja, gut, nichts Neues, ne? Damit das nicht so süß ist. Achso. Interessante Information hier. Ja. Ich hab was im Zitronensaft. Okay, Tong ist auf Platz 1. Ja, aber nur weil ich die Dings schon preist hab. Die Institution. Ansonsten wärst du auf Platz 5. Auch ein harter Abstieg, muss ich sagen. Was machen denn die anderen? Ja, so sollte ich mal einen meiner Vasallen integrieren, ich meine. Ja, weil es bei ihm aufgetaucht ist. Es dauert noch 300 Jahre, bis er bei mir ist. Finde ich gut. Ich annektiere mal einen, dann kann ich mir dann vielleicht einen neuen suchen. Das klingt doch nach einer Idee. Mag mich denn hier jemand? Nein, die hassen mich alle inzwischen. Zu Recht, würde ich sagen. Finde ich unbegründet. Das ist doch so ein netter Diktator. Tobacco, okay. Er peitscht uns nur täglich aus. Und hasst uns. Ja, typisch Südstaaten. Ja. Jede Form auspeitscht natürlich nur von der schwarzen Bevölkerung, ja. Hallo, ich peitsche sehr sanft. Der du ja angehörst. Du hast schon aus der Peitsche 3 Nägel rausgenommen von 10, ne? Ja. So.
So, Bündnis mit CBS, ja, bitteschön. Ist das ein Fernsehsender? CBS? Oh, klingt irgendwie so, ne? Ich bin ABY und jetzt habe ich Bündnis mit CBS. So heißen die bei mir. Frag nicht. Wofür steht denn CBS? Was sagt denn das Internet? CBS klingt News, das ist ein Fernsehsender. Oh, so gut. Geil. CBS TV Network, Primetime, Daytime, Late Night und Classic. Es müsste nur noch Republikaner nachstehen. Columbia Broadcasting System, ah, okay. Mhm. Ja, macht Sinn. Und welche Partei stehen die nah? Mal gucken hier. Hauptsitz ist in Amerika Union. Meistens so, dass sie da... Paramount Global. So. Ah ne, die hat meine Schaltplatten zu Bande. Ist ja in Amerika so, dass da die Sender so ein politisches Selbstverständnis haben. Gehört jetzt Paramount Global. Ja, und da müsste man jetzt googeln, welcher Partei sie im Wahlkampf gespendet haben und dann wisst ihr, wie die. Allen. Allen. Also zwei. Allen beiden. Junge, Russland hat mehr Demokratie, oder tut mehr Demokratie simulieren als USA. Ja, da sind mehr Parteien im Parlament, ne? Ja. Gut, wobei man sagen muss, Russland hat immerhin die zweitmächtigste Armee in der Ukraine, also kann die USA nicht von sich behaupten. Hier drüben ist tatsächlich eine Provinz frei, hier Richtung Mexiko. Oder zwei sogar. Das sieht man so ein bisschen, siehst du das? Hier in der, was? Wie heißt die Meerküste? Lappland, Stockholm? Kalmar? Ja, was die deutschen Namen sind, oder halt. Da siehst du das? Was? Da sind zwei Provinzen so leicht. Na, hier im westlichen Golf von Mexiko. Da habe ich ein unentdecktes Land. Das letzte, was ich sehe, ist Beaumont. Beaumont? Wie auch immer. Hier drüben, da sind zwei Provinzen, die nicht kolonisiert sind. Ja, sehe ich, glaube ich, nicht. Hier, aber wo Mexiko wäre. Sehe ich nicht. Jedenfalls wären da zwei Provinzen, die nicht kolonisiert sind. Das ist schön. Oder besiedelt. So, bauen wir noch ein Schiff hier. Damit ich dann später vielleicht irgendwann mal meinen Entdecker auf die Reise schicken kann. Greenville's Defender of the Baptist Faith, okay. Scheiße, Alter. 4-1-1 Herrscher. Was machst du denn? Hast du keinen Losentscheid? Oh, die erste KI kolonisiert hier los. Hier, Jesup oder wie die heißt. Okay. Ja, kann ich jetzt schlecht verhindern. Ich muss hier noch integrieren und Punkte abwarten und... Ja doch, die KIs legen jetzt auch los. Quest for the New World. Navy Supplies, irgendwo mitten in der Pampa auf dem Land natürlich. Sollte man das auch sonst produzieren?
So. Ich könnte Delver spielen. Ja, nee. So. Hier, geh mal hier hin. Gehen Sie mal hier hin, guter Mann. Das Problem. Also die diplomatische Relation ist gerade gesunken. Ja, aber gut, das wird sich schon wieder einlenken. Ich hätte gern diesen einen da als Vasallen. Sind nochmal 50, sind wir bei 100, 120, 100, ja, müsste dann gerade irgendwo gerade so hinhauen. Vielleicht. So, Quest for the New World oder mehr Handel? Geld mache ich eigentlich gerade ganz stabil. Fünf Korruption, ach, leck mich doch. Aber auch fünf Korruption. So, das ist unkolonisiert. Wieso kann ich kein unkolonisiertes Land angreifen? Was soll denn das? Peter macht heute auch nur Scheiße. In allem. Alles wieder Kacke. Und warum? Die Grünen. Genau. Und wer stellt den Kanzler? Delfinio. Ich wähle doch keiner. Delfinio wäre noch unbeliebter wie Olaf Scholz. Er würde es schaffen. Ja, wenn der Film das Land übernimmt, wechselt einfach die Legion, das Land bricht zusammen. Deutschland wird wieder zum Osmanen, zum Heiligen Römischen Reich. Da war doch jetzt, glaube ich, eine Umfrage, ne? Zurück zum Heiligen Römischen Reich? ARD Deutschland drin. Olaf Scholz ist, glaube ich, auf dem letzten Platz der beliebtesten Politiker, sogar noch hinter Tino Chrupalla, Alice Weidel. Ja, SPD ist man nicht beliebt. Führt mal Hartz IV ein und alles ist gut. Ja, das Problem ist, die haben ja scheinbar noch nicht gescheckt, dass das einfach nicht mehr zieht. Hartz IV? Dass ständig Sozialleistungen erhöht. Die Leute fallen nicht mehr drauf rein. Wann hat die SPD das letzte Mal Sozialleistungen erhöht? Ja, ständig. Wirklich? Das Bürgergeld um 50 Euro. Wow.